18 der Punkte 9.5 und 9.6. Ich würde es vielleicht in der Chronologie vorschlagen, dass wir zunächst die Einreicher bitten, ihre Vorlagen vorzustellen. Und normalerweise wäre dann in der Fraktionsrunde als erste Bündnis 90 die Grünen dran, falls nochmal zusätzlich zur Einreichung das Wort gewünscht wird. 9.5, wie gesagt, ist Einreicher Bündnis 90 die Grünen. Herr Löser zur Vorstellung. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kollegen, wir möchten Ihnen einen Antrag vorstellen, der heißt Neustädter Markt als lebendigen städtischen Platz zurückgewinnen, Große Meißner Straße umbauen. Sie alle wissen, dass wir vor kurzem im Stadtrat beschlossen haben, die Augustusbrücke weitgehend autofrei zu gestalten. Vor allen Dingen aus dem Grund, da wir sagen, dass die Altstädter Seite mit der Neustädter Seite in eine bessere Verbindung für Touristen, aber auch Dresdner kommen muss. Und wir würden diesen Gedanken, dass man Innenstädte weitgehend autofrei organisiert, so wie man das weltweit in vielen Touristenmetropolen anstrebt, auch hier gern fortführen. Sie kennen alle die Situation, die entstanden ist durch die Zerstörung am 13. Februar. Sie wissen, dass der Neustädter Markt vor der Kriegszerstörung ein sehr dicht bebauter, interessanter, städtebaulich gewachsener Platz war, der nach dem Krieg überformt wurde mit der jetzt 4, zum Teil 6-spurigen Straßenführung der Großen Meißner Straße. Sicher aus dem Geist der Zeit heraus, dass man Verkehrsanlagen so anlegte, dass sie vor allen Dingen dem Geist des Autoverkehrs entsprachen. Wir haben am Neustädter Markt das sehr schöne Blockhaus, wir haben das Denkmal des Golden Reiters und Sie wissen, dass wir eine Platzsituation haben, die heute weitgehend unbefriedigend ist, zumindest in ihrer Qualität. Wir haben dort die unsanierten Brunnen, wir haben die Plattenbauten aus den 70er Jahren, die auch nun nur zum Teil saniert sind. Wir würden als Grüne gern den Gedanken in die Stadtgesellschaft tragen, wie wäre es eigentlich, wenn wir diese 4, zum Teil 6-spurige Straße nicht als Gesetz hinnehmen, sondern überlegen, wie wir diesen Raum wieder für städtisches Leben zurückgewinnen. Nun wissen wir auch, dass die Große Meißner Straße dicht befahren ist. Wir wissen aber auch, dass sie umgewidmet werden soll von der Bundesstraße. Und wir wissen auch, dass die Prognosen sagen, dass der Verkehr auf ihr zurückgehen wird. Insofern glauben wir, dass es richtig ist, mal grundsätzlich zu überlegen. Und mit diesem Antrag wollen wir genau die Verwaltung damit beauftragen, wie man eigentlich diesen Platz perspektivisch neu gestalten könnte, sodass er überhaupt wieder ein Platz wird, so wie er es vor der Zerstörung von Dresden war. Deswegen glauben wir, sollte untersucht werden, ob man den Straßenraum der Großen Meißner Straße dort verantwortlich verengen kann. Wir beklagen, dass momentan das Problem entsteht durch die jetzige Verkehrsanordnung, dass eben für die Radverkehrsanlagen da keine günstige Situation besteht. Gleichwohl wollen wir aber auch die überirdische Querung, die zum Teil jetzt dort sehr schwierig ist, verbessern. Wir würden weiterhin, dass wir prüfen lassen, ob es möglich ist, durch eine Reduzierung des Verkehrsraums eventuell städtebaulich Entwicklungen dorthin zu bekommen, die eben diesen Platz in einem neuen Gewand fassen. Und wir hätten gern auch untersucht, denn beim Palaisplatz, Sie wissen alle, das japanische Palais ist eines der wichtigsten und schönsten Baugebäude unserer Stadt, repräsentativ beginnend die Achse dann in die Neustadt hinein, dass man auch da mal schaut, ob es möglich ist, die Situation grundlegend zu verändern. Das ist, wie gesagt, ein Auftrag an die Verwaltung, darzulegen, was man da machen kann. Wir sagen nicht, wir schließen morgen die Große Meißner Straße für den Autoverkehr, aber wir wollen gern perspektivisch in dieser Stadt städtebaulich vorankommen. Und auch vor dem Hintergrund, dass uns diese Woche gesagt wurde, dass Dresden eben mit seinem Dresdner Weg der Luftreinhaltung nicht erfolgreich ist, sondern dass wir natürlich die Grenzwerte massiv überschreiten. Auch da glauben wir, dass der Gedanke in Dresden sehr, sehr wichtig ist, zu überlegen, wie man Autoverkehr aus der Innenstadt herausbekommt und die Anreize in dieser Stadt anders setzt, sodass in Zukunft diese innerstädtischen Räume für Touristen, für Dresdner, für Fußgänger, Fahrradfahrer und auch den Individualverkehr
in eine andere, in eine bessere Situation gebracht werden. So, und jetzt wird man auch den zweiten Vortrag Antrag vorstellen lassen, so ist richtig. Herrn Fischer, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, was Herr Löse gesagt hat, ist ja alles richtig und gut. Wir haben uns also jetzt vorzustellen, dass wir über die Augustusbrücke kommen. Sie ist dann gesperrt und wir haben Platz, in Ruhe zu laufen. Aber das, was wir dann vor uns sehen, ist nicht nur das Gesäß des Goldenen Reiters, sondern eine eigentlich untragbare Situation noch. Was er mit der Straße vorschlägt, ist ein sinnvoller Vorschlag, aber der dauert uns zu lange. Wir werden dem zustimmen, den ganzen Punkten. Das haben wir im Bauausschuss schon so besprochen. Aber der Zeitraum, in dem sowas geschehen kann, bis zum Palaisplatz, das ist verdammt lange. Das können wir unseren Dresdner Besuchern, wir wollen die ja wieder anlocken, wenn wieder Ruhe in Dresden ist, dann müssen wir unseren Besuchern auch zumuten, dass sie dann einen schönen Blick haben, wenn sie von der Altstadt in die Neustadt gehen. Deshalb ist unser Antrag ein bisschen kleiner gestrickt, er lässt die ganze Straße weg. Die Träume von irgendeiner tiefgelegten, einem Tunnelunterquerung, die haben wir wahrscheinlich ein bisschen aufgegeben. Aber wir wollen das, was auffällt, das möchten wir gerne verändern. Wir möchten gerne die alte Durchbrecherei zur Renitzgasse wieder mal in Angriff nehmen. Wir möchten die rechte Seite mit den hässlichen Fassaden irgendwie beschönigen oder verändern. Und wir möchten, dass endlich der eine Brunnen da an der Seite, der so ein hässlicher Schandfleck geworden ist, dass der wieder sprudelt. Und deshalb sind unsere leicht veränderten Vorschläge in 4 Punkten dann eigentlich mitzutragen. Und ich bitte Sie alle, die auch wirklich mitzutragen. Dankeschön. So, jetzt treten wir ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, Bündnis 90 Die Grünen würden beginnen, falls nochmal das Wort gewünscht wird. Nein, SPD wird da das Wort gewünscht. Auch nicht AfD, auch nicht FDP, Freie Bürger nochmal das Wort gewünscht. Nein, damit wären wir bei der CDU. Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Neustädter Markt ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, deswegen können wir hier nicht ohne Diskussion über die vorgelegten Anträge einfach abstimmen und dann in der Tagesordnung fortführen. Denn es gibt natürlich inhaltlich auch ein paar Dinge zu sagen. Ich möchte mit dem FDP-Antrag beginnen und dort auch darauf zurückkommen, was mein Kollege Herr Fischer hier dazu ausgeführt hat. Dem kann sich unsere Fraktion natürlich vollumfänglich anschließen, auch in den einzelnen Punkten. Deswegen stimmen wir hier der Intention, den einzelnen Gedanken dieses Antrages zu und freuen uns und hoffen, dass dann sozusagen auf dem Neustädter Markt sich die Situation verbessert. Insbesondere halten wir es für wichtig, dass natürlich der Durchbruch zur Renitzgasse dann auch realisiert wird, um die Erreichbarkeit des Barockviertels weiter zu verbessern, um das gesamte Erscheinungsbild dann entsprechend zu beleben. Damit möchte ich aufgrund der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit es bewenden lassen. Den FDP-Antrag, wie gesagt, unterstützen wir vollumfänglich, freuen uns darüber. Zum Antrag der Grünen Fraktion muss ich allerdings noch ein paar weitere Bemerkungen machen. Herr Löser, die Verkehrsprognosen, da wurde in der Bauausschusssitzung entsprechend ausgeführt, dass die Verkehrsbelastung auf der Großen Meißner Straße auch perspektivisch so bleiben wird. Deswegen halten wir es eben in diesen Punkten für nicht zielführend, dort einen entsprechenden Rückbau vorzusehen. Auch nicht, und das möchte ich hier ganz ausdrücklich ausführen, zugunsten des Radverkehrs. So wünschenswert, wie eine Radverkehrsanlage im Zuge der Großen Meißner Straße, Köpke Straße wäre, wurde ebenfalls in der Bauausschusssitzung erläutert, dass es dort nur unter massiven Eingriffen in den Verkehrsraum möglich wäre, eine Radverkehrsanlage einzuordnen mit entsprechender in der Handnahme finanzieller Mittel, die eben absehbar nicht zur Verfügung stehen. Und ich möchte sagen, für den Radverkehr in der Ost-West-Relation an dieser Stelle gibt es eben den hervorragend ausgebauten Elbradweg. Und wir haben ja auch beschlossen, dass dort die Verbindungen zu den Brücken entsprechend verbessert werden sollen. Und dann, glaube ich, haben wir dort auch eine leistungsfähige und sehr gute Radverkehrsanlage. Und
müssen hier sozusagen nicht auf Teufel komm raus und mit der Brechstange den Verkehrsraum einschränken, den wir an der Stelle halt für den Autoverkehr nun mal brauchen, trotz der möglicherweise in Rede stehenden perspektivischen Sperrung irgendwann einmal der Augustusbrücke. Ich verstehe auch nicht, wie Sie dort auf 6 Spuren kommen. Also wenn ich dort lang gehe und die Straße überquere, komme ich auf maximal 5. Von daher wird es bei Ihnen immer breiter gemacht, als es tatsächlich ist. Und unserer Meinung nach benötigen wir eben dort 2 durchgehende Spuren pro Richtung für den Kfz-Verkehr, um die Leistungsfähigkeit entsprechend gewährleisten zu können. Was die Grenzwerte angeht, Herr Löser, dann werden wir schon dann aus der Zeitung zitieren, wo da auch noch da stand, dass die Grenzwerte noch nicht abschließend geprüft worden sind. Dann steht dort eben auch, dass die Grenzwerte am Neustädter Bahnhof eingehalten wurden. Wo sie nicht eingehalten wurden, leider Gottes, mit einem Tag Überschreitung, das war an der Bergstraße und das ist bekanntermaßen an einer ganz anderen Stelle in dieser Stadt. Deshalb dort diesen Zusammenhang herzustellen, das ist schon abenteuerlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip sind viele Dinge in Ihrem Antrag durchaus zustimmungswürdig. Ich möchte aber gleich jetzt in meinem Redebeitrag eine anstrichweise Abstimmung des ersten Punktes beantragen. Konkret haben wir eben Schwierigkeiten, dem ersten Anstrich und dem dritten Anstrich da zu folgen und möchten dort, wie gesagt, die punktweise Abstimmung, die anstrichweise Abstimmung beantragen, damit wir dort eben bezüglich der Reduzierung des Fahrbahnraumes unsere Meinung kundtun können und das entsprechend ablehnen können, weil wir das nicht für eine zielführende Lösung an dieser Stelle halten. Denn es nützt uns nichts, wenn wir dann zulasten der Gestaltung eine Staufalle schaffen in dieser wichtigen Relation. Dann haben wir für den Platz auch nichts gewonnen. Und die positiven Effekte, die wir vielleicht erreichen können mit dem FDP-Antrag, würden wir dann wieder zunichte machen. Vielen Dank. Herr Thiele, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nur im Punkt 1 die Anstriche separat abzustimmen. Okay, gut. Jetzt als nächster Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, es besteht ein großes Interesse daran, die Innenstadt in der Tat fußläufiger zu machen, den Autoverkehr ein bisschen zurückzudrängen, um die Erlebbarkeit der Innenstadt zu verbessern. Insofern können wir Herrn Löse sehr gut folgen und den Grünen sehr gut folgen. Freuen uns über diesen Antrag. Er ist in der Tat die Fortsetzung auch der Umnutzung der Augustusbrücke. Wir entscheiden aber heute nicht so sehr über den Grünantrag, sondern ja, wenn es so bleibt und nichts anderes beantragt wird, über eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau. Und da ist ja der Antrag ein bisschen anders oder teilweise sehr stark anders herausgekommen, als er hineingegangen ist, mit einer Vielzahl von Unterpunkten, mit Umformulierungen, Umdeutungen und teilweise auch die typisch salomonischen Dinge, die der Stadtrat tut und die dann die Verwaltung vor Kopfzerbrechen stellen. Also wird gleichzeitig beschlossen, wir verschlechtern die Bedingungen für den Autoverkehr nicht. Andererseits wird genauso beschlossen, wir reduzieren die Breite der Straße. Desgleichen wird beschlossen, wir möchten auch eine Fußgängerquerung haben zusätzlich, aber schaffen natürlich da auch einen neuen Kollisionspunkt mit dem Autoverkehr. Trotzdem ist es wert, das durchzuführen. Diese Straße ist in der Tat an der Elbe lang geführt, sie stört. Die Erlebbarkeit der inneren Neustadt an dieser Stelle am Neustädter Markt in der Fortsetzung zur Altstadt auf der anderen Elbseite. Andererseits ist es so, der Prüfauftrag könnte natürlich auch nach hinten losgehen. Eine Verkehrsreduzierung oder eine Reduzierung der Spuren auf der Köpke-Straße kann in der Tat dazu führen, dass es zu Stauerscheinungen kommt oder zu einer Umverlagerung des Verkehrs wohin? Zum Albertplatz. Und am Albertplatz wissen wir, wie die Situation ist, zusätzlichen Verkehr dorthin zu leiten, und das Ergebnis auch von dort von Rückstauerscheinungen könnte ein K.O.-Kriterium dieser Maßnahme sein. Allerdings sollte man diese Untersuchung abwarten und nüchtern führen und dann bewerten. Insofern gehen wir auch da gerne mit. Was uns im Prinzip ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, was ich auch hier gleich beantragen möchte, ist eine Modifizierung des vierten Punktes unter Punkt 1. Erstens, das ist die
komfortable ebenerdige Fußgängerquerung. Ich kürze es etwas, durch Rückbau der Rampenanlage am Neustädter Markt auf beiden Seiten. Durch den Rückbau der Rampenanlage an den Tunneln wird die Fußgängerquerung ebenerdig nicht bequemer. Sie wird nur unterirdisch unmöglich. Wir haben, Frau Haase hat ja eine Anfrage gestellt an die Stadtverwaltung. Dort ist also gesagt worden, ein Rückbau und eine Verfüllung des Tunnels kostet zwischen 600.000 und 1,3 Millionen Euro. Eine Wiederherstellung des Tunnels, eine Wiedernutzbarmachung, wie sie die Haushalts- und die Gestaltungskoalition Rot-Rot-Grün ja auch getroffen hat. Im Haushaltsbeschluss hat er 200.000 Euro für die Wiedernutzbarmachung bereitgestellt. Desgleichen sind uns Fluthilfemittel in ausreichender Höhe angekündigt, die eigentlich nach derzeitigem Kostenstand die Sanierung und Wiedernutzbarmachung des Tunnels ohne einen städtischen Restzucker möglich machen. Wir würden diese Variante bevorzugen, beantragen deswegen, dass im genannten Punkt, also im vierten Anspruch, Punkt 1, der Nachsatz zur komfortablen ebenerdigen Fußgängerquerung eben durch Rückbau der Rampenanlage und so weiter gestrichen wird. Das beantrage ich hier förmlich. Bitte um Abstimmung dann. Es ist so, wenn wir den Tunnel rückbauen für 1,3 Millionen, davon könnten wir bei zwei Flutereignissen den Tunnel, glaube ich, zweimal sanieren und 20 Jahre unterhalten. Da ist es doch ganz gut zu überlegen, ob wir dieses einmal vorhandene Infrastrukturbauwerk, was nicht so umstritten und nicht so abgelehnt wird, wie der Tunnel unter dem Pirnischen Platz wiederherstellen. Da ist auch bei Umfragen der SZ und bei Äußerungen von Nutzern und auch durchaus aus der Skater-Szene uns nahegelegt worden ist und wir darum gebeten worden sind, diesen Tunnel zu erhalten. Er ist auch von seiner Ausgestaltung her nicht ganz künstlerisch und gestalterisch unbedeutend. Insofern bitten wir bei dieser kleinen Änderung, die einer ebenerdigen Querung nicht im Wege steht, um Zustimmung. Vielen Dank. Herr Würz. Ja. So, jetzt bleiben Sie mal kurz. Weil ich, jetzt für die Fraktionslosen, Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, ich möchte auch gleich zu beiden Anträgen sprechen. Zum ersten Antrag von den Grünen, der reiht sich ja ein in die zahlreichen Versuche, den Neustädter Markt umzugestalten. So wie wir ihn heute kennen, mit seinem etwas sozialistisch angehauchten Charme, hat er bekanntlich, der Herr Löser hat es schon angesprochen, nur wenig mit seinem ursprünglichen historischen Erscheinungsbild von vor 1945 zu tun. Der Platz wurde 1945 von alliierten Bombern völlig zerstört und man setzte in den 1950er Jahren statt auf einen Wiederaufbau leider auf einen Neubau. Das Ergebnis ist bekannt. Dieser Neugestaltung fiel beispielsweise auch das bekannte, damals bekannte Neustädter Rathaus zum Opfer, das durchaus damals zumindest wieder aufbaufähig gewesen wäre. Stattdessen wurden alle beschädigten Gebäude abgerissen und der Platz verkehrsfreundlich gestaltet, was allerdings sowohl im Osten als auch im Westen den damaligen Vorstellungen einer modernen Stadt entsprach. Das war damals eben so. Insofern ist die Frage, wie man den Neustädter Markt künftig gestaltet und welches Gesicht er bekommen soll, erst einmal durchaus berechtigt. Man gewinnt allerdings den Eindruck bei dem Antrag von den Grünen, dass es sich eher um grüne Ideologie handelt als um städtebauliche Aspekte. Es hat natürlich niemand etwas gegen Radwege. Und hat auch niemand was gegen eine für die Straßenbahn günstige Verkehrsführung. Und selbstverständlich sollten auch die Fußgänger heil über die Straße kommen. Aber ich denke, dafür benötigt man jetzt nicht einen extra Stadtratsbeschluss. Das bekommen die Planer auch ohne einen Beschluss unseres Stadtrates hin. Und welche Intention tatsächlich hinter dem Antrag steckt, das merkt man spätestens bei dieser typisch grünen Fahrradfahrer-Fantasieforderung nach einer Reduktion der Breite des Fahrbahnraumes. An einem solchen Knotenpunkt die Durchlässigkeit für den Individualverkehr zu verringern, würde zwangsläufig zu einer Verschlechterung für den Autoverkehr führen und wird von uns daher abgelehnt. Da auch die finanziellen Auswirkungen eines Komplettumbaus des Platzes nicht überschaubar sind, werden wir uns bei diesem Antrag insgesamt enthalten, zumal dort auch, was zumindest was die Verkehrsführung angeht, jetzt momentan kein dringender Handlungsbedarf ersichtlich ist. Noch kurz zum Antrag der FDP. Diesen halten wir für konkreter und insgesamt sinnvoller und werden diesem deshalb auch zustimmen. Nur noch eine kurze Anmerkung zum Punkt 1, dass zur Aufwertung des Neustädter Marktes in Gespräche mit den betreffenden Gebäudeeigentümern bezüglich der Fassadengestaltung und der Aufwertung des Erscheinungsbildes einzutreten ist.
Hier erhoffen wir uns und erwarten wir eigentlich auch, dass es darüber eine öffentliche Diskussion geben wird, weil wir die Liste der misslungenen Neubauten und Umbauten in Dresden kennen. Und ich denke, dass die Bürger ein Recht darauf haben sollten, bei der Gestaltung ihrer Stadt auch ein Stück mitzureden. Es geht letzten Endes darum, oder es geht nicht darum, dass modernistische Architekten, wie wir es leider in der Vergangenheit erlebt haben, ihre teilweise etwas schrägen Vorstellungen verwirklichen, sondern es geht darum, dass das Stadtbild unserer Stadt hier in Dresden verbessert wird. Und noch eine letzte Anmerkung, die mir aufgefallen ist bezüglich des Brunnens, der da noch saniert werden muss. Es erstaunt schon etwas, dass für diese Instandsetzung auch ein extra Stadtratsbeschluss nötig sein wird. Man sollte eigentlich meinen, dass das unkompliziert möglich wäre, dass man einen kaputten Brunnen einfach so wieder instand setzt. Vielleicht kann man das auf andere Art und Weise schnell und unkompliziert hinbekommen. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen bzw. Anträge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann steigen wir ein in die Abstimmung. Ich würde. Na, aber dann, eigentlich haben wir dann aber Abi Kalabi, würde ich zu meinem Sohn sagen. Nun, ich gebrauche jetzt einfach mal das Recht des Schlusswortes. Klar, die Grünen, meine Damen und Herren, die wollen mehr Platz für Fußgänger in der Innenstadt. Verwunderlich. Die Grünen wollen auch weniger Autos in der Innenstadt. Verwunderlich. Die Grünen wollen auch mehr Fahrradwege in der Innenstadt. Verwunderlich. Und wir wollen natürlich auch attraktiven Städtebau, vor allen Dingen an so einem Platz, der Dresden ganz entscheidend prägt. Wenn Sie gelesen haben, und Sie haben gelesen, dann heißt es hier darzulegen. Das heißt, wir sagen hier nicht, es ist umzubauen und es kostet so und so viel. Aber wir glauben, es ist berechtigt, gerade als Grüne diese Forderung mal aufzumachen, dass wir perspektivisch schauen, wie wir diese Stadträume, die heutzutage mit vier Spuren, und Herr Thiele, ich meine, an den Abbiegern sind es dann zum Teil, wenn sich es aufwertet, auch mal mehr, wie wir diesen Verkehrsraum, der mitten in unserer Innenstadt dort sehr, sehr viel Platz wegnimmt, uns auch Visionen vielleicht nimmt, um mal weiterzudenken, wie viel mehr Grün dort sein könnte, wie viel mehr interessante Platzqualität und Aufenthaltsqualität dort sein könnte. Um all das mal abgebildet zu sehen, fordern wir die Verwaltung auf, uns zu sagen, wie man das erreichen kann. Wenn sich dort rausstellt, es ist nicht verantwortbar, und ich kenne die Zahl, 17.000 geht es runter bei der Großen Meißner Straße, dann werden wir das natürlich verantwortungsvoll entscheiden. Denn wir wissen auch, wir haben dort städtebaulich eine Situation aus den 80er Jahren. Diese ist damals aus Ihrer Sicht heraus durchaus ein Ensemble, was man nicht so leicht in Frage stellen sollte. Sondern wenn man das tut, dann muss man dafür sehr gute Gründe haben und vielleicht lassen sich auch, sage ich mal, Formen dort finden, die das eine mit dem anderen vereinen, sodass wir trotzdem insgesamt zu einer verbesserten Situation kommen. Der FDP-Antrag ist im Ausschuss modifiziert worden. In Punkt 3 geht es jetzt um einen Prüfauftrag und damit ist es auch kein Haushaltsvorgriff. Insofern können wir dem auch so folgen. Ich hätte auch vorgeschlagen, dass wir unseren Punkt 1, das wurde nun mehrfach ja angeregt hier, punktweise, also anstrichweise, dann abstimmen. Danke. So, damit wären wir jetzt wirklich durch, steigen ein in die Abstimmung. Und ich würde wie folgt erstmal die Punkte und als Anstricher unter Punkt 1 separat abstimmen, wo es gewünscht war, beziehungsweise wo Änderungen vorgenommen werden sollen und dann in der Gänze, die dann übrig bleiben. Zunächst ist unter Punkt 1 gebeten worden, der erste Anstrich separat abzustimmen. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Sie hatten zu den Punkten 1 und 3 separat mal das gewünscht und man hätte auch, wenn man das wollte, 2 und 4 gemeinschaftlich machen können, aber wir können auch jeden einzeln machen. Also machen wir Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich. Achso, Gegenstimmen, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich abgelenkt. Ist ihm gelungen. Stimmenthaltung.
34 Ja, 25 Nein, 2 Enthaltungen. Dann machen wir dasselbige beim Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, wäre einstimmig mit 63 Ja-Stimmen. Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Ja, ich glaube, es war Durchmelden gewesen. 37 Ja, 28 Nein. Der hat es schon gemeldet beim Nein. Insoweit wäre es eine Doppelzählung. Aufgepasst. So, dann bin ich mal beim Punkt 4. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wie bitte? Es gibt Unklarheiten. Also wir stimmen ab über die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses im Punkt 1 den vierten Anstrich. Und der heißt wie folgt: Verbesserte Querungssituation für Fußgänger an den Knotenpunkten Palais-Platz Große Meißner Straße und Palais-Platz Königstraße Heinrichstraße. Und da war gefragt gewesen, wer zustimmt. Und wollen wir das nochmal wiederholen? Aufmerksamkeitssatz. Also, wer diesem Punkt zustimmen möchte, jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, 2 Stimmenthaltungen und viele, viele Ja-Stimmen, 65 Ja-Stimmen. Jetzt kommen wir zum Punkt 5 und da liegt ein Änderungsantrag vor, nämlich auf Streichung des Teils durch Rückbau der Rampenanlagen am Neustädter Markt auf beiden Seiten. Den würde ich zunächst abstimmen lassen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen. Das ist die Mehrheit. Damit hat das keine Zustimmung gefunden. Dann würden wir unverändert über den Punkt 5 abstimmen. Wer jetzt die Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Nein. 43 Ja, 14 Nein, 11 Enthaltungen damit angenommen. Dann würden wir über den noch restverbleibenden Antrag abstimmen, oder Beschlussempfehlung besser gesagt, in den Punkten 2 und 3. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen ja. 52 Ja, keine Nein, 16 Enthaltungen, damit auch zugestimmt.
Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung zum Tagesordnungspunkt 9.6. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, keine Nein, 16 Enthaltungen, wäre auch so beschlossen.